Bis zur Schlussrunde sieht es nach dem ersten Sieg des Italieners Danilo Petrucci aus. Der 26-Jährige übernimmt nach einem Sturz des am besten gestarteten Spaniers Lorenzo die Spitze. Er hält Marquez den Großteil der 28 Runden auf Distanz. Am Beginn der letzten Runde reitet aber der Titelverteidiger die entscheidende Attacke. Und Petrucci kann auf der regennassen Fahrbahn nicht mehr kontern. Ich versuchte, das Rennen zu kontrollieren und mich selbst zu kontrollieren. Ich konnte zwar etwas schneller fahren, aber ich wusste, ich musste nur geduldig sein. Als ich die Lücke sah, die sich auftat, da dachte ich zuerst, ich bleibe in der zweiten Position. Aber es war die letzte Runde und da habe ich mir gesagt, ich probiere es einfach. Ich meine, die Weltmeisterschaft ist so knapp. Am Ende können 5 Punkte eine Menge bedeuten. Der 24-jährige Honda-Fahrer zieht in der WM-Wertung mit seinem 4. Sieg nach Punkten wieder mit Dovizioso gleich. Dieser landet nach zuletzt 2 Siegen, dieses Mal auf dem 3. Platz. Beide Kontrahenten halten nun bei je 199 Zählern. Beide Fahrer haben je 4-mal gewonnen. Im direkten Vergleich hat Marquez aber 3 zweite Plätze zu bieten, Dovizioso nur einen. Daher liegt der Spanier Marquez wieder an der Spitze der WM-Wertung. Petrucci trauert einer großen Chance nach, kann sich aber immerhin mit dem 4. Podestplatz seiner Karriere trösten.